Im Juli 2024 hat die Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten die Marke von 35 Billionen Dollar überschritten. Ein stetig steigender Betrag, der nicht die Aufmerksamkeit erhält, die er verdient. Ist Ihnen klar, wie viel Geld das ist? Eine so große Zahl ist schwer zu begreifen. Es in die richtige Perspektive zu rücken. Wenn man von der Geburt Jesu an, vor 2000 Jahren, beginnt, 1 Million Dollar jeden einzelnen Tag auszugeben, dann hätten Sie immer noch nicht 1 Billion Dollar zusammen. Das ist die Größenordnung von nur 1 Billion. Nun, bedenken Sie, dass es ungefähr 95.890 Jahre dauern würde, um 35 Billionen Dollar auszugeben, bei einer Rate von 1 Million Dollar pro Tag. Einige Experten gehen davon aus, dass diese ständig wachsenden Schulden innerhalb der nächsten 20 Jahre den Punkt der Unumkehrbarkeit erreichen werden. Wie kam es dazu? Anfang der 2000er Jahre stieg die Verschuldung wegen der Militärausgaben für die Kriege in Afghanistan und Irak. Krieg ist eine sehr profitable Industrie für einige Unternehmen und CEOs, die finanziell florieren, wenn es einen Konflikt gibt. Sie sind bereit, ihre finanzielle Gier zu stillen mit dem Leben von mutigen Männern und Frauen. Die US-Schulden erreichten neue Höhen mit der giererfüllten Immobilienblase, die zur Finanzkrise 2008 führte. Zuletzt die Pandemie von 2020. Sie veranlasste die USA, mehr Geld zu leihen, um die Unterstützung verschiedener Pandemie-Hilfsprogramme zu finanzieren. Wir sind jetzt 35 Billionen Dollar verschuldet. Ich persönlich hatte Mühe, diese Zahl zu begreifen. Wenn man bis 35 Billionen Dollar zählen wollte und eine Zahl pro Sekunde zählt, ohne zu stoppen, würde man über 1 Million Jahre brauchen, um diese Zahl zu erreichen. Dieses Beispiel hilft zu verdeutlichen, wie gewaltig 35 Billionen Dollar sind und wie hoch unsere Staatsschulden sind. Aber wem schulden wir das Geld? Mal überlegen. Es scheint fast so, als ob jemand versuchen würde, den Dollar zu zerstören. Nun, schauen wir auf andere Länder mit hohen Staatsschulden. Japan, das am zweithöchsten verschuldete Land, hat eine Staatsverschuldung von mehr als 13 Billionen US-Dollar. Obwohl diese Zahl kleiner ist als die der USA, ist es aber signifikant angesichts der kleineren japanischen Volkswirtschaft. Italien rangiert an dritter Stelle in Bezug auf Staatsverschuldung mit einer Verschuldung von mehr als 3 Billionen. Kanada hat eine Staatsverschuldung von über 1,4 Billionen Dollar. Die schwindelerregende Verschuldung der verschiedenen Länder wächst mit einer beispiellosen Rate. Nun, ich möchte mal ein plausibles Szenario diskutieren. Eine Theorie, aber eine, die beunruhigend plausibel ist. Könnte der Antichrist aus den Tiefen der Finanzkrise auftauchen? Ist das der Grund, warum es einen systematischen Angriff auf den US-Dollar und nicht nur auf die US-Wirtschaft, sondern auf die Weltwirtschaft insgesamt gibt? Jahr für Jahr scheint die Verschuldung in allen Nationen zu steigen. Und was wir uns fragen müssen, Schulden wem? Bei wem kann man 35 Billionen Dollar Schulden haben? Wer hat solche Macht? Wenn der Antichrist sich selbst offenbart als die Lösung für die Probleme der Welt, für das ungeschulte Auge, wird er genau das sein, wonach sich die Welt sehnt. Nach einem Anführer für die Menschen, einem Führer, der der Welt Frieden bringen wird. Für das bloße Auge wird er der Politiker sein, den sich die Menschen schon immer gewünscht haben. Er wird die Welt täuschen, indem er wohlwollend und gerecht erscheint. Ein plausibles Szenario ist, dass er derjenige sein wird, der die Lösung für die Schuldenprobleme der Welt hat. Und bei der Lösung dieses Problems wird er sein System etablieren, das Mahlzeichen des Tieressystems, in dem man ohne sein Zeichen weder kaufen noch verkaufen kann. Denken Sie an eine Verwüstung, die eine Finanzkrise mit sich bringt. Könnte es sein, dass wenn die Welt am verwundbarsten ist, ein Führer auftauchen wird, der finanziellen Wohlstand bringt, mit einem System, das ein Zeichen auf der Stirn oder auf der rechten Hand erfordert? Könnte es sein, dass dieser Führer auftauchen wird und die verschiedenen Kriege beenden wird, die auf der ganzen Welt stattfinden? Denken Sie daran, wenn der Antichrist auftaucht, wird er für das bloße Auge aussehen wie einer von uns, der hier ist, für das Wohl der Allgemeinheit. Erschreckend, aber lassen Sie uns tiefer in den Kontext und die Auswirkungen des Anstiegs der globalen Verschuldung eintauchen. Der Anstieg der globalen Schulden ist nicht nur eine Reihe unglücklicher wirtschaftlicher Ereignisse, sondern ist Teil eines kalkulierten und orchestrierten Plans, um die Welt auf die Knie zu zwingen. Jede Nation, unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Stärke, wird belastet mit einer ständig wachsenden Verschuldung. Das ist kein Zufall, sondern eine Strategie zur Schwächung der nationalen Souveränität und um die Macht in die Hände einiger weniger zu zentralisieren.
Da diese Schulden unkontrolliert anschwellen, ebnen sie den Weg für eine einzelne Instanz, die mit einer Lösung einspringt und die als Retter erscheint. Aber in Wirklichkeit ist es der Antichrist. In diesem Szenario wird sich der Antichrist sich selbst als ultimativer Problemlöser präsentieren. Inmitten von globalem Chaos, wirtschaftlichem Zusammenbruch und weit verbreiteter Verzweiflung wird er mit Versprechungen von Stabilität und Wohlstand ein neues Wirtschaftssystem vorschlagen, das alle Schulden beseitigt. Dieses System wird so verlockend sein, dass die Welt es ohne Fragen annehmen wird. Jedoch wird dieses neue System mit einer Einschränkung einhergehen. Totale Kontrolle und Überwachung. Das Zeichen des Tieres wird der Schlüssel zu diesem System sein. Ohne dieses kann man nicht kaufen, verkaufen oder Handel betreiben. Das Zeichen symbolisiert die Zugehörigkeit zum Antichristen und seinem Regime. Die trügerische Natur des Antichristen kann nicht hoch genug betont werden. Er wird alles verkörpern, was sich die Menschheit in einem Führer wünscht. Charisma, Intelligenz und das Versprechen von Frieden und Wohlstand. Sein Aufstieg zur Macht wird nicht abrupt und chaotisch sein, sondern eher eine kalkulierte Reihe von Täuschungen, akribisch ausgearbeitet, um die Welt zu verführen. Jeder Schritt wird wohl überlegt sein, um die Herzen und Köpfe der Menschen auf der ganzen Welt zu gewinnen. In den letzten Tagen wird sich der Antichrist selbst als die Lösung für jedes Problem präsentieren, das die Menschheit plagt. Kriege, Wirtschaftskrisen, soziale Unruhen und moralischen Verfall werden alle scheinbar ihre Lösung in seiner Führung finden. Für das bloße Auge wird er der Inbegriff dessen sein, wonach sich die Welt gesehnt hat. Sein Charisma wird unübertroffen sein und die Massen fesseln, mit wortgewandten Reden und großen Versprechen. Seine Intelligenz wird unübertroffen sein für innovative Lösungen der dringendsten Probleme der Welt. Seine Versprechen von Frieden und Wohlstand werden auf eine Welt treffen, die der Konflikte und Nöte überdrüssig sind. Aber hinter dieser Fassade der Perfektion verbirgt sich eine böswillige Absicht. Jede Handlung des Antichristen wird Teil eines großen Planes zur Täuschung und Kontrolle sein. Er wird globale Ereignisse manipulieren, um Krisen zu schaffen, die nur er lösen kann, um seine Machtposition weiter zu festigen. Seine Lösungen werden versteckte Kosten mit sich bergen, die persönliche Freiheiten und Autonomie langsam untergraben. Er wird eine neue Weltordnung errichten, die Macht zentralisiert in einer Weise, die vorteilhaft erscheint, aber letztlich seinen dunklen Zielen dient. Diese kalkulierte Reihe von Täuschungen wird so überzeugend sein, dass selbst die kritischen Menschen versucht sind, seinen falschen Versprechungen zu glauben. Der Antichrist wird die tiefsten Sehnsüchte und Ängste der Menschen ausnutzen und sich als Retter der Welt präsentieren, während er insgeheim ihren Untergang inszeniert. Seine Fähigkeit zu täuschen wird seine größte Waffe sein und sein Charme wird viele blind machen für die wahre Natur seiner Absichten. Der Weltverzweiflung nach einem Helden wird es ihm nur allzu leicht machen, sie in die Irre zu führen, weg von der Wahrheit und in eine Falle von ewiger Konsequenzen. Aber hinter dieser Fassade verbirgt sich die böswillige Absicht, zu versklaven und zu beherrschen. Die Bibel warnt uns vor dieser Täuschung in Offenbarung 13, Vers 16 bis 17. Wo es heißt, dass er alle Menschen, groß und klein, reich und arm, Freie und Sklaven, zwingen wird, ein Zeichen auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn zu bekommen, sodass sie nicht kaufen oder verkaufen können, wenn sie das Zeichen nicht haben. Diese prophetische Vision legt nahe, dass die derzeitigen Entwicklungen der globalen Schulden und wirtschaftlichen Instabilität nicht nur ein Unfall ist, sondern ein notwendiges Vorspiel für den Aufstieg des Antichristen. Die Finanzkrise dient als Katalysator für den perfekten Sturm seines Erscheinens. Während Länder immer tiefer in die Schulden stürzen, werden ihre Menschen immer verzweifelter nach einer Lösung suchen. In ihrer Verzweiflung werden sie sich jedem zuwenden, der Erleichterung verspricht, selbst wenn sie dafür ihre Freiheit und Autonomie opfern müssen. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der das antichristliche System in Kraft ist. Finanzinstitute, wie wir sie kennen, werden veraltet sein. Traditionelle Währungen werden durch eine zentralisierte digitale Währung ersetzt, die kontrolliert wird von dem antichristlichen Regime. Diese digitale Währung wird mit dem Zeichen des Tieres verknüpft sein und sicherstellen, dass jede Transaktion überwacht und kontrolliert wird. Die Privatsphäre wird ein Relikt der Vergangenheit sein. Jeder Aspekt des Lebens wird kontrolliert und reguliert.
Das Regime des Antichristen wird dieses System auch nutzen, um Loyalität und Gehorsam zu erzwingen. Diejenigen, die das Mahlzeichen ablehnen, werden an den Rand gedrängt und können nicht am Wirtschaftsleben teilnehmen. Und schließlich werden sie verfolgt. Das Zeichen wird nicht nur ein Mittel der wirtschaftlichen Kontrolle sein, es wird ein Werkzeug zur geistigen Versklavung sein. Die Annahme des Mahlzeichen bedeutet Treue zum Antichrist und die Ablehnung Gottes. Das ist das ultimative Ziel des Antichristen, die Menschheit von Gott wegzuführen in Richtung ewiger Verdammnis. Wir müssen die Dringlichkeit dieser Situation verstehen. Die Zeichen sind überall um uns herum. Die zunehmende Verschuldung, der Aufstieg der digitalen Währung, CBDC, die Aushöhlung der Privatsphäre und die wachsende Akzeptanz der Überwachung. Sie sind alle Teil eines größeren Planes. Als Christen sind wir aufgerufen, wachsam und kritisch zu sein. Wir dürfen uns nicht beeindrucken lassen von den falschen Versprechungen von Wohlstand und Frieden, angeboten vom Antichristen, sondern wir müssen unser Vertrauen auf Gott setzen und in unserem Glauben fest bleiben. Angesichts einer solch überwältigenden Enttäuschung, wie können wir uns vorbereiten? Zuerst müssen wir uns selbst und andere über die wahre Natur des Antichristen und seine Pläne aufklären. Wissen ist unsere erste Verteidigungslinie. Zweitens müssen wir unser geistliches Leben stärken durch Gebet und Bibelstellen. Unsere Beziehung zu Gott wird unser Anker sein in den kommenden Sturm. Drittens müssen wir den Versuchungen widerstehen, uns den Normen der Welt anzupassen und uns weiterhin für ein Leben nach Gottes Grundsätzen entscheiden. Der Kampf im Angesicht ist nicht nur wirtschaftlich oder politisch, sondern geistlich, spirituell. Der Aufstieg des Antichristen ist Teil eines kosmischen Kampfes zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Satan. Auch wenn der Antichrist mächtig und unbesiegbar erscheint, müssen wir daran erinnern, dass seine Herrschaft nur vorübergehend ist. Die Bibel versichert uns, dass Christus zurückkehren und über die Kräfte der Finsternis triumphieren wird. Unsere Hoffnung liegt nicht in den flüchtigen Verheißungen des Antichristen, sondern in den ewigen Verheißungen Gottes. Die steigende globale Verschuldung und wirtschaftliche Instabilität bereiten die Bühne für sein Erscheinen. Die Menschen leben mit einem durchdringenden Gefühl, dass etwas Monumentales geschehen wird. Dieses Gefühl ist kein flüchtiger Gedanke, sondern eine hartnäckige Intuition, die für viele nicht abzuschütteln ist. Als ob ein kollektives Bewusstsein auf die Zeichen eines bevorstehenden Wandels deutet, der tiefgreifend und transformativ zu sein verspricht. Dieses Gefühl der Vorahnung liegt in der Erkenntnis begründet, dass das derzeitige Ausmaß der Schulden unhaltbar ist und der wachsende wirtschaftliche Druck nicht ignoriert werden kann, da die Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten 35 Billionen Dollar übersteigt und andere Länder folgen mit ähnlich schwindelerregenden Zahlen. Es wird immer deutlicher, dass diese finanzielle Belastung nicht ewig aufrechterhalten werden können. Wirtschaftswissenschaftler und Analysten warnen, dass wir uns auf einem Kollisionskurs mit einer großen wirtschaftlichen Umwälzung befinden. Die Menschen werden Zeugen dessen, was man nur als den Beginn des Leidens bezeichnen kann. Es gibt einen spürbaren Anstieg der Unmoral, eine eklatante Missachtung ethischer Normen und eine Aushöhlung der Werte, die die Gesellschaft einst zusammenhielten. Die Zunahme von Gewalt, Korruption und Verderbtheit wird nicht nur in den Nachrichten berichtet, sondern spürt man auch in den Gemeinden, Schulen und am Arbeitsplatz. Das Gefüge der Gesellschaft franzt aus. Und dieser moralische Verfall ist ein weiterer Indikator dafür, dass wir in noch nie dagewesenen Zeiten leben, da die Menschen diese beunruhigenden Trends beobachten. Sie schauen nicht nur passiv zu, sondern spüren aktiv, dass sich die letzten Tage vor ihren Augen abspielen. Das Gefühl eines unmittelbar bevorstehenden bedeutenden Ereignisses ist fast greifbar. Es ist eine ständige nagende Ahnung, dass etwas viel Größeres als nur ein wirtschaftlicher Abschwung oder soziale Unruhen ist. Diese Intuition ist real und konstant und wird sowohl von beobachtbaren Ereignissen und einem inneren Bewusstsein, dass die Geschichte an der Schwelle einer dramatischen Veränderung steht. Die erwartete Veränderung ist das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, eine inbrünstige Hoffnung, die tief heute in den Herzen der wahren Gläubigen wohnt. Wiedergeborene Christen auf der ganzen Welt finden sich in völliger Übereinstimmung mit Johannes, als er den vorletzten Vers der Bibel leidenschaftlich verkündete: Ja, komm, Herr Jesus. Dieser von Herzen kommende Schrei hallt aus den Tiefen ihrer Seelen und sie sehnen sich nach der Rückkehr ihres Erlösers. Er ist der kostbare Jesus, derjenige, der selbstlos sein Leben für die Menschheit gab.
Der Gedanke an den Himmel mit seiner unbeschreiblichen Schönheit und ewigen Frieden erfüllt ihre Herzen mit einer überwältigenden Sehnsucht. Diese himmlische Verheißung ist das, wonach sich ihr Geist sehnt. Während sie die Ereignisse in der Welt beobachten, werden Christen im Gebet auf die Knie gezwungen, indem sie die erste Bitte des Johannes wiederholen: Ja, komm, Herr Jesus. Dieses Gebet ist nicht nur eine Wiederholung von Worten, sondern ein tiefer Ausdruck von Glaube und Hoffnung. Diese kollektive Erwartung eint die Gläubigen und schafft ein starkes Gefühl der Gemeinschaft und ein gemeinsames Ziel. Ihren unerschütterlichen Glauben an Jesus Christus stärkt sie, gibt ihnen Kraft und Mut, sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Während sie seine glorreiche Wiederkunft erwarten, sind ihre Herzen gefüllt mit Hoffnung, weil sie wissen, dass die Erfüllung dieses göttlichen Versprechens unvorstellbaren Segen und ewigen Frieden bringen wird. Mit jeder Faser ihres Wesens beten sie weiter und glauben, dass der Herr Jesus kommen wird. Vor diesem Hintergrund, dass das Szenario des Antichristen, der sich aus den Tiefen der Finanzkrise erhebt, nicht nur zu einer fernen Möglichkeit, sondern zu einer drohenden Realität. Die zunehmende globale Verschuldung und die wirtschaftliche Instabilität bereiten die Bühne für sein Auftauchen. In einer Welt, in der die traditionellen Finanzsysteme unter der Last der unüberwindbaren Schulden zusammenbrechen, suchen die Menschen verzweifelt nach Lösungen. Diese Verzweiflung schafft einen fruchtbaren Boden für den Aufstieg eines charismatischen Führers, der sich präsentieren kann als Retter der Welt. Der Antichrist wird diese Verzweiflung ausnutzen, sich als der ultimative Problemlöser präsentieren. Seine Lösungen werden fast wie Wunder wirken und die Nationen von den finanziellen Belastungen befreien, die sie seit Jahrzehnten geplagt haben. Er wird Stabilität inmitten des Chaos bieten, Wohlstand im Angesicht des wirtschaftlichen Zusammenbruchs und Frieden in einer Welt, die voll ist mit Konflikten. Für das bloße Auge wird er als Führer erscheinen, nachdem sich die Menschheit gesehnt hat. Ein Leuchtfeuer der Hoffnung in dunklen Zeiten. Doch diese scheinbare Güte wird eine Fassade sein. Der Aufstieg des Antichristen zur Macht wird eine kalkulierte Reihe von Täuschungen sein, sorgfältig ausgearbeitet, um die Welt zu umgarnen. Jeder Schritt wird wohl überlegt sein, um die Herzen und Köpfe der Menschen auf der ganzen Welt zu gewinnen. Als Christen müssen wir diese Zeichen erkennen und ihre Tragweite verstehen. Wir sind aufgerufen, wachsam zu sein und uns und andere über die wahre Natur des Antichristen und seine Pläne aufzuklären. Ja, hallo liebe Zuschauer. Am Ende dieses Clips hieß es geschrieben, noch eine Erklärung. Ihr werdet sicherlich festgestellt haben, dass der Autor dieses Films wohl offensichtlich meint, dass wir als neugeborene Christen in die Drangsal gehen. Das sehe ich nicht so und das sehen auch die meisten Ausleger nicht so. Wir als neugeborene Christen werden vor der Trübsal entrückt. Das heißt, wir werden den Antichristen und das Mahlzeichen des Tieres überhaupt gar nicht mitbekommen. Ja, von daher schließt sich das aus, dass wir als wiedergeborene Christen darauf eben achten müssten, dass wir das Mahlzeichen nicht annehmen, weil, wie gesagt, vorher entrückt. Allerdings, die Bibel richtet sich natürlich an alle Menschen, natürlich auch an die, die zurückbleiben in der Drangsal, ja, die vielleicht Namenschristen waren, die vielleicht gedacht haben, ja, ich war immer in der Kirche, ich habe mich immer engagiert und ich war immer kirchlich, christlich unterwegs, ja, aber sie sind vielleicht nicht von Neuem geboren, diese Menschen. Fragt euch bitte selber, seid ihr von Neuem geboren? Falls nicht, lest bitte Nikodemus. Ja? Jesus spricht mit Nikodemus, dem obersten oder einer der oberen Rabbis. Und dort erklärt Jesus eigentlich schon, was es denn bedeutet, von Neuem geboren zu sein. Ne? Und dann kommt man nicht in die Drangsal und dann wird es natürlich auch kein Mahlzeichen des Tieres geben für euch. Für die Leute, die aber eben das nicht angenommen haben, die können ja vielleicht diesen, haben noch die Möglichkeit, diesen Film zu sehen, dann ist auf jeden Fall klar, dass ihr das Mahlzeichen nicht annehmen dürft. Es wird allerdings wirklich schwierig, ja, und man wird euch verfolgen. Aber nehmt bitte das Mahlzeichen wirklich nicht an, ja, lasst euch lieber enthaupten, ja, für Christus, ja, findet zu Christus, dann
Ja, ihr müsst euch dann allerdings von dem antichristlichen System enthaupten lassen. So steht es auch in der Bibel, in der Offenbarung. Ja, aber wenn ihr das Mahlzeichen annehmt für das kurze Vergnügen sozusagen, was noch überbleibt in der Welt, dafür bezahlt ihr eben mit der Ewigkeit. Ja, das heißt, ihr werdet dann ewig verloren sein und im brennenden Schwefelsee landen. Also, auf keinen Fall das Mahlzeichen annehmen, solltet ihr in die Drangsal gehen. Ja, und für alle neugeborenen Christen, ja, denkt daran, das sehe ich nicht so hier, dass wir das Mahlzeichen und den Antichristen sehen werden. Ja, das war noch die kurze Erläuterung am Ende dieses Films. Ich wünsche euch jetzt wie immer alles Gute, Shalom und Maranatha.